In der zweiten Aufgabe ging es um eine Leiterbahn. Falls man sowas noch nie gesehen hat, das sieht ungefähr so aus. Wir haben eine Leiterplatte und darauf gibt es so Leiterbahnen. Die sind aus Kupfer und da kann auch mal ein bisschen Zinn drauf sein. Wenn man sich das Ganze jetzt im Querschnitt anschaut, dann ist das die Leiterplatte. Die ist aus Hartpappe oder FR4 oder Plastik und einem nicht leitenden Material. Und dann gibt es darauf eben die Kupferschicht und darauf nochmal die Zinnschicht. Und die gehen dann so, ich versuche das mal so ein bisschen dreidimensional zu zeichnen, eben nach hinten. Und dann sieht das ungefähr so aus. Und durch diese Kupfer- und Zinnschicht sollte jetzt ein Strom fließen. Der fließt hier rein und der fließt hier hinten dann wieder raus. Der Punkt, wo der reinfließt, der hieß A und der Punkt, wo der rausfließt, der hieß B. Und dann hatten die noch eine. Haben wir noch ein paar Maße gegeben, also das sollte eben die Länge sein und das sollte ist dann dementsprechend die Breite. Und hier haben wir eine Dicke dieser Zinnschicht und die Dicke der Kupferschicht Sn und Cu, das ist das Zinn und das ist das Kupfer. Und was hier zuerst gefragt war, war: Wie groß ist der Widerstand dieser Leiterbahn vom Punkt A zum Punkt B? Was man sich jetzt darunter vorstellen kann, ist, dass diese Zinnschicht natürlich einen bestimmten Widerstand hat. Ich zeichne jetzt auch mal so ein bisschen schräg. Und dass diese Kupferschicht natürlich auch einen bestimmten Widerstand hat. Das ist der Widerstand der Zinnschicht, das ist der Widerstand der Kupferschicht. Und hier fließt ja der Strom rein und hier fließt der Strom raus. Na, das ist der Punkt A und das ist der Punkt B. Und jetzt kann man sich dann natürlich überlegen, dass diese beiden Widerstände, die Ersatzwiderstände dieser beiden Metallschichten, natürlich parallel geschaltet sind, weil der Strom durch beide ja parallel durchfließt. Also, um den Widerstand RAB auszurechnen, braucht man die Parallelschaltung der Zinnschicht und die parallel zu dem Ersatzwiderstand dieser Kupferschicht. Und den Widerstand dieser Schichten kann man jetzt ausrechnen mit der Bestimmungsgleichung von Widerstand. Wir brauchen die Länge dieses Leiterzuges geteilt durch die Leitfähigkeit von dem Zinn mal die Querschnittsfläche. Und die Querschnittsfläche ergibt sich eben aus der Breite und aus der Dicke. Und dann kann man die Werte einsetzen. Die Länge, das waren 143 Millimeter. Die Leitfähigkeit waren 8,3 Siemens mal Meter durch Quadratmillimeter. Die Breite waren 2,6 Millimeter. Und für die Dicke waren hier gegeben, dass das 15, war es nicht schön geworden, dass das 15 Mikrometer sind. Ist immer noch nicht schön. So, nochmal 15 Mikrometer für die Zinnschicht und 35 Mikrometer für die Kupferschicht. Und für diese Formel hier setze ich jetzt mal die gleich in Millimeter umgerechnet ein. Das sind 0,015 Millimeter. Dann kann man nämlich schon mal die Millimeter hier und die Millimeter hier gegen die Quadratmillimeter kürzen und die Millimeter hier oben rechne ich mir auch in Meter um, sodass man diese Meter gegen diese Meter kürzen kann. Dann kommt hier raus, dass da als Einheit nur noch 1 durch Siemens überbleibt. Das ist das gleiche wie oben. Da kann man die ganze Zahlenwerte ausrechnen und kommt hier auf 443 oder 442, je nachdem, wie man da rundet, Milliohm. Ah, und das erscheint auch relativ plausibel, dass das so ein kleiner Widerstand ist, weil das ist ja hier, ja, dass die Leiterbahn sollte ja einen kleinen Widerstand haben. Das ist ja das, was wir eigentlich sonst eben nur als so eine Verbindung und nicht unbedingt als Widerstand in so einer Schaltungsskizze zeichnen. Das Gleiche konnte man jetzt nochmal machen für den Widerstand der Kupferschicht. Dafür brauchte man die Leitfähigkeit von Kupfer, die war auch gegeben. Das waren 56 Siemens mal Meter pro Quadratmillimeter und dann konnte man das genauso in die Formel einsetzen mit der Dicke der Kupferschicht und kam dann darauf, dass der Widerstand der Kupferschicht ungefähr 28
Milliohm sind. Ja, die Leitfähigkeit ist viel besser, die Kupferschicht ist auch noch ein bisschen dicker, dann hat die nochmal einen kleineren Widerstand. Und dann konnte man die Werte hier oben einsetzen und die Parallelschaltung ausrechnen und kam dann auf 26,4 Milliohm als Ersatzwiderstand für die Parallelschaltung. Und die Parallelschaltung ist natürlich kleiner als jeweils die Einzelwiderstände, aus denen sie besteht. So, was ist dabei schiefgelaufen? Schon eine ganze Menge. Es gab einige Leute, die das Kappa nicht hier unten im Nenner, sondern im Zähler eingesetzt haben. Dann stimmt natürlich die ganze Einheitenrechnung nicht. Dann kommt man auch auf seltsame Zahlenwerte und auf den Widerstand in Siemens. Es gab einige Leute, die Millimeter gegen Meter gekürzt haben. Es gab auch einige, die Probleme hatten, hier irgendwie Quadratmillimeter in Quadratmeter umzurechnen. Und das hat dann in den meisten Fällen dazu geführt, dass man hier sehr seltsame Werte für den Widerstand rausbekommen hat. Also zum Beispiel ein paar hundert Ohm oder Kilo Ohm, was natürlich ja für den Widerstand eines solchen Leiterzuges auf so einer Leiterplatte nicht sonderlich plausibel ist. Und er sollte eben sehr klein sein. Dann gab es einige Leute, die haben einfach die Leitfähigkeiten von den beiden Materialien addiert in dieser Gleichung. Auch das erscheint nicht sehr plausibel. Das würde ja heißen, ich müsste einfach nur noch mehr Materialien mit ganz viel Leitfähigkeiten irgendwie drüben draufbauen. Und dann hätte ich eine immer bessere Leitfähigkeit und dann würde der Widerstand immer kleiner werden. Das erscheint auch nicht sonderlich plausibel. Dann gab es einige Leute, die haben hier mit einer Reihenschaltung gerechnet, anstatt mit einer Parallelschaltung. Das würde ja heißen, dass der Strom erstmal durch die eine Schicht irgendwie hinfließt und dann durch die andere zurück. Aber ja, der fließt natürlich durch beide Schichten parallel, also muss es auch eine Parallelschaltung sein. Dann gab es einige Leute, die haben hier beim Querschnitt ausrechnen irgendwie was mit Pi eingesetzt, also wie die Formel für den Kreis verwendet, wo man sich natürlich fragen kann, wenn schon eine Dicke und eine Breite gegeben ist, dann sollte das Ganze doch sicherlich auch einen rechteckförmigen Querschnitt haben und nicht irgendwie kreisförmig sein. Und dann gab es noch einige, die hier bei der Querschnittsfläche auch irgendwie die Länge eingesetzt haben. Also zum Beispiel den Querschnitt aus Länge mal Breite ausgerechnet haben. Das würde ja heißen, dass der Strom hier oben reinfließt und da unten rausfließt. Der fließt natürlich aber entlang der Länge dieser Leiterbahn. Gut, in Aufgabe B war dann eine Stromdichte gegeben, die Stromdichte in der Kupferschicht und das sollten 25 Ampere pro Quadratmillimeter sein und die Stromdichte ist natürlich genau das gleiche wie der Strom in der Kupferschicht. Das wäre genau dieser Strom hier durch die Fläche der Kupferschicht. Und dann kann man natürlich den Strom ausrechnen. Der ergibt sich aus der Stromdichte mal der Querschnittsfläche. Und die Querschnittsfläche ist wieder die Breite mal die Dicke dieser Kupferschicht. Und dann kann man diese Zahlenwerte wieder einsetzen. Und dann kommt man auf 2,275 Ampere. Ja, und auch das erscheint einigermaßen plausibel, dass auf so einem dicken Leiterzug auf so einer Leiterplatte, vielleicht auf dem hier unten, ne, der könnte so mehrere Millimeter dick sein, 2,6 Millimeter dick, dass da halt auch mal ein paar Ampere lang fließen können. Wenn man jetzt hier, weil man irgendwie sich mit den Einheiten vertan hat, mehrere tausend Ampere oder Kiloampere ausgerechnet hat, sollte einen das stutzig machen, dass das von der Größenordnung für so einen Strom auf einer Leiterbahn, auf einer Leiterplatte nicht so ganz stimmen kann. Weitere typische Fehler, die da so passiert sind, ist, dass fälschlicherweise die Stromdichte für die gesamte Fläche angenommen wurde, also hier nicht nur der Querschnitt von Kupfer reingesetzt wurde und man dann versucht hat, irgendwie sowas wie so einen Gesamtstrom auszurechnen oder dass bei der Querschnittsfläche auch wieder die Länge da reingerechnet wurde. So, im Aufgabenteil C ging es dann darum, die Spannung, die hier drüber abfällt, vom Punkt A zum Punkt B auszurechnen. Das kann man jetzt natürlich relativ einfach machen. Wenn wir den Strom wissen, der durch die Kupferschicht fließt und wir wissen auch den Widerstand von der Kupferschicht, dann kann man diese beiden Zahlenwerte da einsetzen und kann das ausrechnen. Dann kommt man auf 63,8 Millivolt. Ja, auch das erscheint recht plausibel, dass entlang so einer gut leitfähigen Leiterbahn natürlich, obwohl da irgendwie 2 oder 3 Ampere oder so lang fließen, dass da halt nur ein paar Millivolt abfallen, weil da soll es ja auch nicht so viele Verluste geben und nicht so viel Leistung, die da verloren geht.
So, und dann, ja, was ist da häufig schiefgelaufen, dass Leute hier auch wieder den gesamten Widerstand eingesetzt haben und nicht nur den der Kupferschicht, oder sich irgendwie mit den Einheiten vertan haben, sodass hier ganz seltsame Spannungen rauskommen, also mehrere hundert Volt. Das wäre natürlich nicht sonderlich schlau, wenn auf so einem Leiterzug, auf so einer Leiterplatte da mehrere hundert Volt abfallen, weil dann würde der glühen und heiß werden und viel Leistung verbrauchen und abbrennen. Bei Aufgaben Teil D ging es dann schlussendlich noch darum, die Stromdichte in dieser Zinnschicht auszurechnen, die sich halt genau bei dieser Stromdichte im Kupfer und entsprechend dieser Spannung ergibt. So, wenn man die haben will, bräuchte man natürlich wieder den Strom, der durch die Zinnschicht fließt und die Fläche von der Zinnschicht. Die Fläche, die steht ja hier oben schon. Das ist eigentlich die Querschnittsfläche von der Zinnschicht. Also brauchen wir nur noch den Strom und den Strom kriegt man auch wieder gut raus über das Ohmsche Gesetz. Wir kennen ja die schon die Spannung UAB. Dann können wir die durch den Widerstand der Zinnschicht teilen. Den haben wir hier oben schon ausgerechnet, kann das Ganze einsetzen, kommt man auf 0,144 Ampere. Für den Strom, der jetzt nur hier oben als Einzelstrom durch die Zinnschicht fließt und kann das Ganze wieder in die Formel hier für die Stromdichte einsetzen und kommt dann darauf, dass in dem Zinn 3,7 Ampere pro Quadratmillimeter an Stromdichte herrschen. Ah, und auch das erscheint jetzt so ein bisschen plausibel, dass durch die Zinnschicht oder dass in der Zinnschicht weniger Strom fließt, weniger Stromdichte ist als in der Kupferschicht, weil die Kupferschicht hat ja auch eine viel höhere Leitfähigkeit als die Zinnschicht. Also der Faktor, um den die Leitfähigkeit hier besser ist zwischen dem Zinn und dem Kupfer, genau der gleiche Faktor ist auch zwischen der Stromdichte in der in der Zinnschicht und der Stromdichte in der Kupferschicht. Ja, was ist bei Teilaufgabe D hier falsch gelaufen? Hier wurde zum Beispiel fälschlicherweise der Gesamtstrom irgendwie eingesetzt und nicht mit dem Teilstrom durch die Zinnschicht gerechnet oder ganz absurd, es wurde hier oben der Teilstrom durch die Kupferschicht eingesetzt und dann durch die Fläche von der Zinnschicht geteilt oder hier unten wurde eben nicht der Widerstand nur von der Zinnschicht eingesetzt, sondern der Gesamtwiderstand, der hier oben schon ausgerechnet wurde. Oder man hat sich irgendwo mit den Einheiten vertan und kam dann hier auch wieder auf sehr, sehr, sehr große Stromdichten oder sehr, sehr, sehr kleine Stromdichten, die sich doch von den 25 Ampere pro Quadratmillimeter hier oben in der Kupferschicht deutlich, deutlich unterscheiden. Ja? Und die sollten natürlich schon ungefähr ähnlich sein, wenn, ja, wenn die Leitfähigkeiten auch einigermaßen ähnlich sind. Und damit war diese Aufgabe dann zu Ende.